was on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 der zweiten Staffel von Stadtfilmabend, denke ich. Wir werden belagert von lustigen Leuten, die im Freien schlafen, bei strömendem Regen und Brandbomben schießen. Dummerweise halten hier zwei Leute Wache immer und ich zweifle nicht daran, dass wenn alle wach sind, also dass wenn wir ankommen und rumschießen, dass dann plötzlich alle wach sind und wir tot. Insofern warten wir, bauen diese Barrikade hier, versuchen alle am Leben zu bleiben, während uns Möbel und Statuen kaputtgeschossen werden von den Arschlöchern. Und hoffen, dass... Oh, der Fernseher ist noch heil, na, immerhin. Und hoffen, dass wir halt noch was übrig haben, wenn die wieder abziehen. Und dass es denen da zu langweilig und zu kalt wird, weil es haben schon Leute Rückenschmerzen und Atembeschwerden und... Da kommt die nächste. Aber sie trifft den Berg. Und da kommt die nächste. Wo ist sie? Aber sie trifft draußen was. Oh, wo ist das? Das war jetzt recht nah am Esszimmer. Oh, scheiße. Stromzufuhr unterbrochen. Wo war das jetzt? Da oben, okay. Vielleicht sollten wir hier auch Strom reinbauen, nur für den Notfall. Carsten ist vollständig geheilt, sehr schön. Schlechte Laune hat er trotzdem. Immer fast die Turrets getroffen. Hier haben wir einen tatsächlich ausgeschaltet bekommen. Ach, sehr gut. Da hat Fitz aber Glück gehabt, dass er nicht von dem Brandbomben getroffen wurde. Habt ihr nur bald keine Lust mehr vielleicht? Extrem niedrige Erwartungen. Also die sind alle schon aufgebrochen mit dem... Ja, wahrscheinlich wird's scheiße. Wahrscheinlich müssen wir im Regen schlafen. Aber, wer weiß. Mal gucken. Ohne Tisch gegessen, durchnässt, wurde beleidigt. Ich will mal so jemanden haben hier, anstatt der Leute, die sich immer wegen irgendwelchen Nichtigkeiten bezählen. Takuya erzählte O'Connell einen Witz über die Nutzung von Krummsäbeln. Takuya und Dani unterhielten sich über Essgewohnheiten. Rosario verleumdete die Ehre von Takuya. Takuya und O'Connell quatschten über Psi-Kräfte. Takuya und Taisia, redeten über die Zubereitung von Rüben. Okay.
Die haben Spaß. Ich meine, super, dass wir belagert werden. Shit. Heiko, lösch mal das Feuer, bitte. Oh je. Yeah. Okay. Das ist alles nicht so schlimm hier oben. Ah! Jetzt kommen sie an. Okay. Jetzt werden sie wahrscheinlich hier unten ankommen. Das heißt, wir brauchen unsere Bewaffneten. Fitze und Fatze. Und den Markus. Jetzt dummerweise nicht so viele, weil... Ach so, Kerstin. Kerstin ist zwar krank, aber es lässt sie sich nicht nehmen, glaube ich. Oh je! Yeah. Carsten! Kolonist wurde nicht beerdigt. Ja, wir haben ja gerade es mitbekommen, dass er gestorben ist, der Bench. Das ist eher ungünstig. Ah je. Yeah. Oh super, sie entführen jeden in der Nähe. Wow. Jetzt macht ihr das kaputt. Ah. Ja, das ist halt dieser Schwierigkeitsgrad. Jetzt wird Carsten weggetragen. Ravera wird weggetragen. Markus wird weggetragen. Und ihre eigenen Leute lassen sie da liegen. Nur weil er ein langsamer Lehrer und Transhumanist ist. Okay, also das schreit ja nach einem dritten Anlauf. Mal gucken. Nehmen wir mal den Autosave. Sowas. Vielleicht, wenn weniger Leute verwirrt sind, vielleicht klappt es dann besser.
Diesen technologisch sind sie uns super überlegen. Das ist kacke. Aber ich hole mir, glaube ich, erstmal einen Kaffee. Bis gleich. Geht's weiter? Ja, geht weiter. Okay, immerhin regnet es immer noch. So, das ist alles schon in Auftrag gegeben. So, wir müssen das Ganze mal... brauchen jemanden, der gut bauen kann. Zum Beispiel den Fitz. Und da stellen wir dann einfach mal Feuerwehr ab. Und Patient. Und lassen den mal die ganzen Bauaufträge durchführen. Dann müssen die anderen löschen, während er alles wieder aufstellt hier. Sehr gut, das ist wieder hier auf dem Berg gelandet. Ja. Wieder das Krankenhaus, das abbrennt. Oh, das sollst du nicht fertig bauen. Das ist scheiße. Das ist egal hier. Stromversorgung sollst du bauen, Fitz. Verdammte Scheiße. Ah, super. verdammte Axt. Aber wenigstens keine verwirrten Leute diesmal. Also vielleicht können wir das diesmal... hinbekommen. Mal schauen. Fitz und Riviera. Okay. Ah, nicht da. Dahin. Okay. Ah, da oben laufen auch welche längs. Das ist natürlich ungünstig, aber die meisten kommen hier unten an. Hoffen wir, dass die von den drei Turrets ein bisschen beschäftigt werden. Oh, super.
rechte Speiche. Aha. Hilfe! Oh, scheiße. Carsten kann nicht laufen? Was? Was ist hier los? Ja, okay. Ist auch bewusstlos. Teurer Vera, das ist jetzt genau der richtige Moment für eine Beleidigungstour. Super. Beleidigte die Freundin von Kerstin. Wie sieht's eigentlich hier oben aus? Plopp, plopp, ha! Oh nein, Bench wurde erschossen. Die letzten Ereignisse im Leben von Bench. Die Revolverkugel von Anarchist verfehlte Bench knapp und traf stattdessen Barrikade. Sparkles, die unwillig von der Klinge ihrer Waffe Gladius Gebrauch machte, zerschlitzte Bench herzlos, dabei kam dessen Oberkörper zu Schaden. Ein Schnitt löste bei Bench einen Kollaps aus. Die LMG-Kugel von Rosario perforierte Benchs Oberkörper und traf dessen linke Niere. Eine Schusswunde am Körperteil Oberkörper führte zum Tod von Bench. Mhm. Okay. Oh, scheiße. Kerstin hält sich wacker, aber die hat ja auch das Halloween-Spiel überlebt. Sprach's und tot in 6 Stunden. Okay. Tot in 2 Stunden. Okay. Super. Diesmal werden ich, Markus und Carsten entführt. Und ihre eigenen Leute lassen sie wieder da. Versteh die einer.
Meine Güte, nimm die Tür! Okay, also... Ich bleibe dabei, falls irgendjemand irgendwelche Strategietipps hat hier. Bin ganz Ohr. Wo wir gerade bei Zeitschleifenfilmen waren. Also, die Idee war aber gar nicht schlecht, dass wir einen hier oder zwei auf Bauen stellen. Das ist Tierpflege, das ist nicht Bauen. So. Das ist Jagen, das ist auch nicht Bauen. So, das hier lassen wir mal bleiben. Gucken wir mal. Wo wir gerade bei Zeitschleifen sind, Happy Death Day und der zweite Teil, Happy Death Day to You, sind auch ziemlich gut. Das, die gucken sich, also der Anfang guckt sich wie ein konventioneller Slasher. Und da wird dann quasi das Mordopfer, für das wiederholt sich der Tag und sie muss halt gucken, dass sie nicht umgebracht wird. Und jetzt kommen sie wieder an, alle. Kommt deutlich früher, als ich sie erwartet habe, Baby. Und dafür ist sie. Sind die Mauern noch in Ordnung? Oh Mann. Was wäre, einfach warten, bis sie abhauen. Ich meine, die können unmöglich alles wegnehmen hier. Oh. Warum macht ihr das? Ja. Also die bringen alle Tiere um, denen sie begegnen.
weil, keine Ahnung, ist so. Sind alle bei Peter. So was Doofes. Toll, ihr seid die Helden, ihr könnt Hühner totschießen, echt, ey. Ja, ihr sollt nicht zurücklaufen. Ihr könnt vielleicht in den Stall gehen hier, das ist eine Idee. Was soll das? Was genau macht ihr hier? Hauen Huhn bewusstlos und hauen dann wieder ab. Okay, die Tiere und Nussi sind in der Kühlkammer eingesperrt. Nur sie aus eigenem Antrieb. Und wir warten hier. Das sind die Arschlöcher vielleicht, aber die schießen alles kaputt. Nein! Nicht die Geothermalkraftwerke, die brauche ich noch. Das an, der haut das mit seinem Gewehr kaputt. Was soll das? Das ist sinnlose Zerstörung hier. So eine Scheiße klaut mein Essen oder macht sonst... Oh, toll. Jetzt... Jetzt schießen die aufeinander oder was? Ah, nee. Die machen nur meine Turrets kaputt, weil sie Arschlöcher sind. Oh. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich fürchte, oh Gott, die haben die Windkraftwerke auch kaputt gemacht. Alles geht kaputt, ja! Ah! Und jetzt zünden die alles an, nachdem es aufgehört hat zu regnen. Was genau treibt euch um? Warum? Ha! Wenn wir die einzeln... Cool. Wie einzeln. Ach Gott, das ist
Unglaublich. Einzeln kriegen wir die vielleicht rausgepickt hier. Ja. Bonk. Ha! Alles brennt. Jefim! Sag mal, das... Ich weiß nicht. Aber da ist die Zeit auch schon wieder um. Ich werde hier mal abspeichern. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht vielleicht doch neu laden, weil... Guckt euch das an! Feuer. Feuer. Na gut, dann Call to Action, drückt den Like-Button und subscribe dem Kanal, wenn ihr sehen wollt, ob hier noch was passiert. Und Advent, Advent, sage ich mal an dieser Stelle. Und dann fröhliche Adventszeit. Wie geht's den Tieren eigentlich? Naja, und schreibt einen Kommentar, um mir zu sagen, was genau mache ich hier falsch. Ich glaube, was ich hier falsch mache, ist zweithöchster Schwierigkeitsgrad und reiner Zufall. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Aber schauen wir mal. Okay, bis dann. Ciao.